Seite, hier da unten, ja, da auf dieser Seite. Lassen wir die Leute hinten. Okay. Wir gehen vorne zum Hammel, ja. Hier. Zum Hammel. Zum Hammel? Ja, bis zum Hammel gehen wir. Langsam, weil hier ist rutschig. Das Eis. Körperlich geht es Frau B. noch gut. Den Kindern war wichtig, dass die Mutter in ihrer vertrauten Umgebung bleiben kann. Und wir auch eine Orange möchten? Eine. Das Gedächtnis ist ein treuloser Freund. Obwohl Gabriele den Gemüseladen erst vor wenigen Minuten betreten hat, verläuft sie sich wieder. Mit den Kindern ist abgesprochen, dass Gabriele so viel wie möglich im Haushalt mithelfen soll. Fertig? Ja, ich hab's jetzt geschafft. Ja, gut. Hier sind diese drin. Ja. Schön. Und die sind lang. Und wollen Sie nicht mehr machen? Nicht mehr schneiden? Gut. Kleine Würfel können wir machen, ganz kleine. So? Es tut ja gut, oder? Dass ja, einfach das noch tut, gebraucht wird. Ja, sicher. Das ist das Gefühl, dass sie gebraucht ist und kann sie was schaffen. Mhm. Das ist ganz gutes Gefühl. Mhm. So ein Stück Therapie. Ja. Und auch von Gedächtnis verliert man, wenn nicht immer irgendwas unternimmt und immer irgendwas macht. Mhm. Dank Irina kann sich Tochter Ulrike bei ihren Besuchen ganz um die Mutter kümmern. Das verschiebe ich. Schauen wir mal da vorne. Oh, wer ist das? Wer ist denn der schicke Mann? Der Vater, mein Vater. Oh, toll. Toller Mann. Ja, war er. Okay. Was hat der gemacht früher? Ja. Der war immer weg. Zuerst er. Ja, das musst doch du. Du musst in Eichach. In Eichach. Und das musst doch du wissen. Ja. Da bist du in die Schule gegangen. Nein, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Macht sie das eigentlich traurig, wenn sie da einfach sich nicht mehr erinnern können? Tut das weh? Nein. Nicht? Nein. Da bin ich also. Was ich kann nicht. Kann ich nicht. Was kann ich? Kennst du ja, Dieter? Dieter? Also das Kind kenne ich nicht. Ja, das bin ich. Ja. Da kann ich dich nicht mehr kennen. Nein, das ist schon so lange her. Oh. Ja. Ihre Mutter hat ja eigentlich ein Kinderfoto von Ihnen nicht erkannt und sie schmerzt? Anfangs ja, muss ich sagen. Es hat schon wehgetan, aber es ist ein gewisser Lernprozess einfach. Und je leichter man es nimmt, desto besser kann man dann damit umgehen, auch lockerer umgehen und sie dann auch einfach gewissen Dingen unterstützen. Gehen wir mal. Ja. Haben Sie denn Angst, dass das mal so schlimm wird, dass sie sie überhaupt nicht mehr erkennt? Na sicher. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ganz bestimmt. Mhm. Ja. Tut auch weh. So schlimm das auch ist mit der Demenz, die Familie genießt die gemeinsamen Momente umso mehr. Bei Sieglinde Buraks nächsten Patienten ist die Demenz bereits stark fortgeschritten. Ja. Erich Kimbach erkennt offenbar niemanden mehr. Über Zuneigung freut er sich trotzdem. Ja, ist überall so, gell. Hm. Hey. Was? I love you. I love you, aha. Das kriege ich immer gesagt. Erich Kimbach mit seiner Frau Edeltraut. Ja, jetzt habe ich was.
Heute geht es ohne die Hilfe der Pflegerin nicht mehr. Dreimal täglich kommt sie für eine halbe Stunde. So, jetzt schauen wir mal. Frau Kimbach schafft es nicht allein. Ich meine, Sie erinnern sich ja doch immer wieder an die Zeiten, wo er noch rüstig war und wo alles. Jetzt, also war das schwierig für Sie, diesen Abbau da mitzuerleben? Ja, das war sehr schwierig, weil das ist so schnell gegangen, ist immer runtergegangen, gell? Vor 4 Jahren ist der heute 93-Jährige an Demenz erkrankt. Doch. Gab es da einmal Tage, wo Sie geweint haben und gesagt haben? Auch viele Male. Wenn er dann immer gesagt hat, früher hat er mich beim Namen genannt, Bobby, zwar hat er meinen Namen, und dann hat er immer gesagt, Mama. Und das Mama, das war immer schwer, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Dann sagt er immer Mama, gell? Ja, aber ich hoffe halt immer, jeder Tag ist geschenkt. Es wird schwer sein, wenn ich die Stufe überwinden muss, wenn er dann einmal hinausgetragen wird. Aber das geht allen so. Da bin ich nicht die Einzige. Wir kennen jetzt schon 43 Jahre. Ich kenne ihn, er kennt mich. Und es ist schwer, wenn einer so geht. Die Traurigkeit ist immer dabei. Und Pflegerin Sieglinde Burak schon wieder unterwegs zum nächsten Job. Hier ist sie. Auch im Hause Bartel herrscht gedrückte Stimmung. Marie-Louise ist immer noch apathisch. Endlich kommt die Tochter. Ciao, Baby. Alexandra ist da. Hallo, Mami. Hallo. Okay. Ja, jetzt, Alexandra, sitzt hier ein bisschen zu dir her. Okay. Meistens erkennt Marie-Louise ihre Tochter, blüht dann richtig auf. Heute aber nicht. Alexandra kommt mit der Demenz ihrer Mutter nur schwer zurecht. Alles gut? Ja? Kann man das eigentlich wieder zurückgeben? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man so viel Liebe zurückgeben kann. Man versucht es und tut sein Bestes. Es fällt. Es ist nicht immer leicht, das zu zeigen, was man vielleicht auch wirklich fühlt, aber... Man ist es ihr schuldig und... Ich sage jetzt mal, sie spürt ja doch noch, wer ich bin, und sie weiß es ja auch noch, wer ich bin. In meinem Herzen. Was mich so erstaunt, dass ihr Vater sich also wirklich aufopfert. Ja. Das findet man nicht oft. Das findet man definitiv nicht oft, leider. Er nimmt sich halt ganz zurück und gibt all das, was er hat. Nur noch der Mutter. Und bleibt oft zurück vielleicht. Aber das macht ihm nichts aus. Er macht es mit vollem Herzen, mit voller Liebe. Das ist schön. Das ist bewundernswert. Dass man das kann.